gebaut. Hoffentlich zeugt es nicht von schlechtem Geschmack. Was? Ich fand gibst es einfach witzig. Naja. Oh mein danke Gott, was noch gibst mal. Du mir jetzt? Legendär Gewehr. Ach, eine Shotgun. Nee. 9x39 ist ein Sniper. Danke. Ich habe eine Sniper bekommen. Na, ja doch, ist ein Sniper, wusste ich doch. Okay, appreciate. I guess. Aber ist das jetzt besser als meine? Was ist mit der DPS? Es geht nur um die DPS, Digi. Weiß ich ja nicht, aber ist nicht schlecht. Ist nicht auf Platz 1, ist auf Platz 6. So. Demoralisieren. Geringe Chance, ein Ziel zu demoralisieren. Hitman. Plus 15 Schaden beim Zielen, was ich eigentlich immer mache mit der Sniper. Antiperson. Plus 10% Schaden beim Menschen. Oha. Kleines Magazin. Und leistungsstark. Das ist ein Perk, kleines Magazin? Ja, okay. Weitergehen. Wir können die mal testen, ne? Wir können die mal aufnehmen in unsere Legendary Weapons. Ja, dann nehmen wir sie auf. In welch, auf welche Taste? Killers, das müssen wir. Mach mal auf die 2 einfach. Die haben wir eh doppelt, die andere. Zack. Okay, Main Weapon jetzt. 1. Zack, 2. Zack. Gut. Haben wir geschafft. Wie geht's weiter? Ich möchte diese Alphas töten. Und wenn die Alphas zu schwer werden, dann brauchen wir Big Bang. Big Bang Main. Und, aber solange haben wir das hier. SSN hören. Sie hören SSN. Alle Kunst, Politik. Okay, alles klar. Okay, gut, gut, gut. Kein Düsenantriebs-Helium-Jet-Ding mehr. Ich würde gerne nochmal so ein paar random Schiffe kapern. Oder mal ein Schiff wirklich einnehmen, wenn ich dann Ding schieße. Flugunfähig. Das wäre geil. Achso, wir haben gar keine Mission für hier, oder was? Haben wir keine Nachfolgemission bekommen? Was haben wir denn bekommen? Letzte Worte. Höre die Audio-Slate für Claire Mansion. Nehmt Dennis an. Ja, das ist ja das Falsche. Das ist die Mission, die nicht funktioniert hat vorhin. Boah, ich hoffe, es kommt irgendwie eine Mod raus, die das alles sortiert. Dass dieses sortiert nach Region irgendwie die Dings da. Das offizielle Modpack ist ja noch gar nicht raus. Das kommt ja alles noch. Liefere Kupfer, stopp das Casting. Medizinerkehre zu Joseph. Ja, mach mal einfach mal random. Das wäre jetzt hier. Ich dachte, es geht hier weiter, aber anscheinend nicht. Hä? Also jetzt wissen die, dass es Alphas gibt und dann? Oder müssen wir wieder 24 Stunden warten? Die hat ja davon nichts gesagt. Die machen sich jetzt an die Arbeit, um vielleicht irgendeine Methode zu finden, diese Alphas zu entdecken und dann? Ich will helfen, die alle zu erschießen. Oder zu bestehlen hier das oder nicht, ne? Ist das alles wirklich so, wie es scheint, oder ist es doch nicht so? Das wissen wir natürlich nicht. Ist doch geil, wenn es alle paar Mädchen in der Bar gibt, oder? Feierst du das nicht? Security? Ah, oh, ich will mitspielen. Komm, spielen wir Fußball mit den Kleinen hier. Du kriegst mich nicht! Ach, das ist ein anderer. Emily fallen einfach immer die tollsten Spieler. Aiden, irgendwas. Liv tut mir das leid. Das ist doch die. Keine Geschwister. Das ist doch die Ranger-Helferin hier. Komm. Zack. 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 Wäre cool, wenn die Andrage auch mitspielen würde, zurückpasst und so. Ja, die Security, hi, ja. Wie geht's? Hi, wie geht's? Gar nicht geht's. Okay, scheint jetzt nichts mehr zu sein hier. Wir können nichts mehr triggern. Gut. Also dann. Steuermann.
setzen Sie Kurs auf die nächste requestete Mission. Die mit der höchsten Priorität. ICAP. Machen Sie es so. Gut. Kurs gesetzt. Neon. Kern. Energie. Bereit, wenn Sie jetzt sind, habe ich vergessen. Könnten wir uns ein wenig unterhalten? Oha! Ja. Main! Endlich! Lass uns aus dem Weg. Okay. Jetzt geht's los. Please, lass uns endlich mal ein bisschen weiterkommen in der Beziehung. Es hat eine große Last von mir genommen, dir die Gerne. Wahrheit zu sagen. Danke, dass du mir zugehört hast. Oha. Aber darüber zu reden und die Jahre Revue passieren zu lassen. Das ist traurig, oder? Oh oh. Unschöne Erinnerungen geweckt. Positiv, aber doch negativ. Okay. Ich würde gerne drüber sprechen, aber nicht jetzt. Unterhalten wir uns später. Du hast auch Erinnerungen an Haus Varun, die nicht unschön sind. Das überrascht mich. Ich frage mich langsam, ob du in deinem Leben überhaupt noch irgendwann mal Spaß hattest. Oha! Du musst nicht darüber reden, wenn es dir unangenehm ist. Ich bin für dich da, falls jemand zum Reden brauchst. Das hatte ich ja schon gemacht. Machen wir nochmal. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Same. Ich habe dir gesagt, dass ich viele Jahre lang am Rand der besiedelten Systeme mit Schmugglern kooperiert habe. Jawohl. Mit einigen davon habe ich eng zusammengearbeitet. Ei? Und mit der Zeit Beziehungen aufgebaut. Aha. Sie waren keine Versprochenen. Die schauen da hinten. Aber ich habe sie als Freunde gesehen. Okay. Was meinst du mit Versprochenen? Ist es also arrangierte Heiratung oder was? Oder wie jetzt so? Du klingst überrascht. Selbst wir Heiden können ganz nette Leute sein. Wie meinst du Versprochenen? Was ist das? Die Angehörigen von Haus Varun. Wir, die der großen Schlange als Diener versprochen wurden. Wenn sie meine Schlange jetzt will, dann kribbelt mich da. Immer. Im Gegenzug verspricht die Schlange, sich nach ihrer Rückkehr um uns zu kümmern. Ja, meine Schlange kümmert sich um dich, Diggi. Du klingst überrascht. Ja, sehr. Ich hatte das nicht erwartet. Nein? Ich wurde zu dem Glauben erzogen, dass alle, die der großen Schlange nicht folgen, bedeutungslos sind. Ja, so drastisch jetzt. Wir verloren. Haben uns weiterentwickelt. Verloren, lost, oder was? Ihr Schicksal ist unabänderlich und grausam. Und doch lernte ich nun Menschen mit Hoffnungen und Träumen kennen. Vorlieben und Abneigungen. Es kam ja, normal, mir vor oder? Wie ein kleiner Verrat an Haus Varun. Echt? Aber nur meine menschlich Freunde sein? Waren mir wichtig. Abneigungen, Vorlieben, und dann ganz normal. Hab ich sie verloren. Ich habe auch Abneigungen, wenn stundenlang jemand in den Chat schon nicht alleine mit uns Selbstgespräche führe. Deswegen nutze jetzt die Chance. Schreibt in den Chat. Ich bin live. Auf mehreren Plattformen. Sagt Hallo. Nutzt die Chance, mit dem Streamer zu schreiben. Es ist ein geiler Stream, wenn der Chat aktiv ist. Es ist ein beschissener geiler Stream, wenn der Chat nicht aktiv ist. Jetzt, let's go. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Okay, dann nicht. Es ist nie leicht, einen Freund zu verlieren. Das muss schrecklich gewesen sein. Wir haben alle schon mal jemanden verloren. Kommt vor. Es ist nie leicht. Ich habe darin nicht viel Erfahrung. Okay. Es ging so plötzlich. Ja, das heißt. Wir waren auf einem abgelegenen Planeten, um Fracht umzuladen. Mhm. Als aus dem Nichts Fanatiker auftauchten. Oh, Fanatiker. Wir konnten kaum reagieren. Ja? So viele wurden sofort getötet. Oh mein Gott. Meine jahrelange Ausbildung hat mich wohl gerettet. Ich bin nicht erstarrt, sondern sofort zu meinem Schiff geeilt. Weggelaufen? Habe sie aber alle zurückgelassen. Oha! Aaron Bascom und Jada Wong. Oh nein, nicht Jada Wong. Sie waren meine Freunde und ich habe sie im Stich gelassen. Einfach weggerannt. Und seitdem nie nach ihnen gesucht. Ja, sie hat sie im Stitch gelassen. Was für eine Stitch. Krass. Du hast dich nie nach ihnen erkundigt? Wie lange ist das her? Du hast Angst, dass sie dir einen Abgang vorwerfen. Wenn sie nur halb so stark sind wie du, sind sie doch gekommen. Hast du dich nie nach ihnen erkundigt?
Nein. Ich habe mir eingeredet, dass ich nie die Zeit hatte. Okay. Aber in Wahrheit hatte ich Angst, was ich finde. Ja, verstehe ich. Wie lange ist das her? 10 Jahre. Ui. Ich wurde sofort auf einen anderen Posten versetzt. Lichtjahre entfernt. Du hast Angst, dass sie dir einen Abgang vorwerfen? Ja, ne? Nein, vielleicht. Ja, doch. Ich weiß es nicht. Ja? Es ging alles so schnell. So rucki zucki. Und ich konnte es seitdem so oft Revue passieren lassen. Aber? Und mein Verhalten hinterfragen. Ja, so, seit ich dich kenne, tot. Denke ich mehr Mich? Und mehr über all das nach. Ja, ist doch nicht über das All Wie merkwürdig nach. Alles das. War. Wie ich nie erfahren habe, was wirklich passiert ist. Ja, was ist denn passiert? Oder was aus ihnen geworden ist. Ja, dann Meine frag doch Verbindung mal. Zu dir hat mich daran zu erinnert, mir? Was es heißt, jemanden zu vertrauen. Oha. Für ihn da zu sein. Huh? Das darf ich nie wieder vergessen. Ich muss dem endlich nachgehen. Und ich hätte dich dabei gerne an meiner Seite. Jo, jetzt ich aber. Ich weiß nicht, was wir finden. Aber ich weiß, mit dir wird es leichter. Also... meine Anwesenheit hat sie an andere erinnert. Wenn es dich beruhigt, ich bin natürlich dabei. Klar, ich habe heute sowieso nichts Besseres zu tun. Wir sind nur so in Aquila City, nur um dir zu helfen. Wir haben das erste Mal bei Andreja die Option zu flirten. Ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ist, aber wir müssen das machen. Wir müssen das machen. Zara hat uns die ersten 3 Mal einen Korb in die Fresse geschlagen. Das 4. Mal, als es ihr egal war, hat sie zugesagt, aber nope. Wir machen bei ihr es genauso falsch. Ja, yeah. Würde ich alles tun, Andrej. Würde für dich, ja, let's go. Danke, das ist... Tut mir leid. Ich bin es nicht gewohnt, dass jemand mir gegenüber so hilfsbereit ist. Ja, aber du bist meine Partnerin. Ich weiß nicht, was denn? Wo sie sein könnten. Aber? Aber ich glaube, wir sollten unsere Suche in Aquila City beginnen. Das Dort habe ich Aaron waren wir doch eben. Zuletzt gesehen. Digga, da waren wir doch eben. Okay, jetzt haben wir eine richtige Story mit ihr. Ich meine, hey. Ja, mach ich. Wir bleiben erstmal kurz hier noch. Ich meine, wir ziehen die ganze Zeit hin und her und machen Abenteuer. Wenn sie mich mal um einen Gefallen bittet, na klar helfe ich ihr. Sie wird mir genauso helfen. Also ich meine, aber wir sind erstmal wegen was anderem hier. Wir machen das gleich. Haus Varun kann warten. So ein Ding. Man muss Prioritäten setzen. Hallo? Im Leben. Okay, tschüss. So, mal schauen. Wen treffen wir hier an? Diese Arztpraxis hier. Hab ich den schon beklaut? Moment. Du siehst bitte mich nicht, du kannst nicht sehen. Bitte nenn mir die Art des medizinischen Notfalls. Oh, bitte nenn mir die Art des medizinischen Notfalls. Das erinnert mich an Voyager. Geil. Kann ich den nicht? 1053 Credits? Mama mia. Hat geklappt. Okay, jetzt rede ich mit dir. Ohne Geld talke ich gerne mit dir. Na klar. Let's go. Du siehst gar nicht gut aus. Setz dich lieber erstmal hin. Warum sind wir eigentlich genau hier? Du hast mir medizinisches Material zu verkaufen. Ich brauche den Lifidoc. Deine Freunde sind hier. Konnte Abby sogar zu einer kleinen Draufgabe überreden. Ach, das war das. Aus dieser einen medizinischen Raumstation habe ich mit Abby gequatscht, habe sie überredet, noch ein bisschen mehr dazu zu tun. Sie hatte Angst, dass wenn man zu viel dazu tut, fällt es auf, aber anscheinend hat es geklappt und sie wurde nicht gefeuert. Und wenn doch, dann sind wir jetzt hier. Das ist ein Problem für Zukunft, Jenny. Zack, Enter. Fantastisch. Das wird uns Sehr eine gerne. Große Hilfe sein. Sehr gerne. Danke für alles. Diese Vorräte können wir gut gebrauchen. Kein Problem. Hier für dich. Hab noch was draufgelegt, weil du dich so für mich eingesetzt hast. Dankeschön, wäre nicht nötig gewesen. Aber kommt umso besser, das heißt, ich mache weiterhin für dich Aufträge. So, haben wir jetzt nichts mehr in Neon City? Wir haben jetzt... Ich glaube langsam Neon City ist durch, oder? So, wir könnten, wenn wir da sind... Ich glaube, wir können mal 3 Aufträge annehmen, in dem...
Auftragsannahme-Terminal und wir haben eine Mission schon gemacht. Das heißt, wir könnten noch einen Auftrag annehmen. In dem Tower. Machen wir das schnell, damit wir noch einen Auftrag haben und dann gehen wir der Story mit Andrija nach und Haus Varun. Wir suchen zwei Leute, die sie einmal zurückgelassen hat, als sie überfallen wurden. Ist sie weggelaufen, weggeflogen und die Leute hat sie zurückgelassen. Tja. So ist das. Und jetzt müssen wir... In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Das ist mein Büro. Sorry. Ich bin hier doch Chef-Agent hier. Was ist mit dir? So, was haben wir noch hier? Sabotiere Laredo Firearms. Platziere ein Arc-Gerät, Zielort Laredo Firearms und das Übliche. Lass dich nicht erwischen. Das war eben, also wir haben noch eben die gleiche Mission gemacht, oder? Okay. So, ich glaube, die Story ist echt vorbei. War echt cool. War nett hier. So. Speichern. Ich glaube, wir müssen sogar einen richtigen Save anlegen, denn es ist legendär hier, dieses Spielstand jetzt. Es geht los mit Andrija. Hi. Können wir noch reden mit dir? Wie steht's um das Befinden? Ah, darf ich dir ein paar Fragen zu unserer Suche nach deinen Freunden stellen? Sicher. Was willst du wissen? Mehr Fragen habe ich nicht. Ja, das reicht doch. Fragen stellen. Warum arbeitet Haus Varun mit Schmugglern zusammen? Das habe ich sie schon gefragt, denn sie sind irgendwo abgeschieden in der Galaxie und brauchen auch Waren zum Leben, deswegen müssen sie das hin und her schmuggeln. Aber wir können sie uns nochmal anhören. Haus Varun liegt in einem fernen Winkel des Alls. Ja. Weit weg von den besiedelten Systemen. Genau, okay. Das nützt uns zwar, birgt aber auch Herausforderungen. Viele wichtige Ressourcen sind knapp und die diplomatischen Beziehungen mit den United Colonies und dem Freestar Collective waren immer schon angespannt. Schmuggler waren und sind einfach die beste Lösung, ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen. Okay, das habe ich nicht gewusst. Woher weißt du überhaupt noch, ob überhaupt noch jemand von ihnen lebt? Ich weiß es nicht sicher. Oh, aber? Aber sie sind an jenem Tag nicht gefallen. Ich hoffe bloß, dass sie noch leben. Ich hoffe, sie werden nie fallen. Ich habe mich wohl einfach vor dem gefürchtet, und wenn sie fallen, was ich erfahren würde. Tun sich nicht weh. Darum habe ich nie wirklich nachgeforscht. Was weißt du über Aarons Bauerskolmer? Er ist ruhig und zurückhaltend. Okay, Andrija? Er muss viel durchlitten haben, auch wenn er nie darüber redet. Ich dachte immer, ich sollte ihn lieber nicht danach fragen. Er bleibt lieber auf Distanz und zieht die Stille vor. Mhm. Darin sind wir uns ähnlich. Vor Jahren hieß es, er würde noch leben. Ui. Doch ich versuchte nie, ihn zu kontaktieren. Wir machen das jetzt alles, was du verpasst hast. Ich bin da. Hoffentlich war das kein Fehler. I'm the man. Aber mehr Fragen habe ich nicht. Punkt jetzt. Punkt, mach einen Punkt. Dann lass uns weitermachen. Sie, machen wir. Ja, okay. Möge das Glück dir hold sein. Möge die Macht mit dir sein. Schnell und zuverlässig. Nochmal speichern hier. Ja, sorry, ich habe schon wieder zu viel Speicherstände. Ich wollte mich darum kümmern, das vielleicht runterzuladen. Ja, ich kann nicht. Moment. Wieder ein paar löschen. Also, wir haben hier Level 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 haben wir sehr viele. No, ja, okay, noch eins haben wir. Löschen wir das. E. Die Lo 13. 13, ja. Ja. Die Loge haben wir, ist 14. Löschen, ja. 14 haben wir auch ein paar. Unterdeck, wird uns das erklärt. Löschen, ja. Ich dachte, im Computer kam ein unendlich Speicherplatz, aber anscheinend ist dieser Schmarrn nur in der Wolke drin. Und in der Wolke ist nicht ein unendlich Speicherplatz, weil Wolkenplatz ist teuer. Ja, so viel dazu. 15, ich wollte zumindest von jedem Level einen Spielstand behalten. Einfach so, ne? Also, Randy Andy. 16, der Bau Frontier. Ja. Vielleicht auch manchmal die späteren 16 Titan.
Und hier haben wir doppelt. 16 Homestead Polymer 2 haben wir zweimal. Das Jamin haben wir auch mehrfach. So, Unterdeck ist ja immer noch 16. Hier, das können wir alles, glaube ich, löschen. Unterdeck mit Vertriebszentrum, Unterdeck. Und dann kommt 17. Jetzt muss aber reichen, komm schon. Jetzt muss reichen. Jetzt hier. Na, ich brauche noch ein bisschen Platz für Andreja. Okay. Frage, was oder wie sieht die Miss... Wieso ist der denn mal hier sortiert nach diesem ganzen Stuff? Wie sieht man die Mission von Andreja? Geteilte Realität, begib dich nach Achilles City. Ich glaube, das ist die, gell? Hier, da. Steht sie auch. Um mit ihrer Vergangenheit abzuschließen, sucht Andreja nach ihrer alten Gefährtin. Wir müssen nach Erem Bascom in City Achilleja. Also, Steuermann, setzen Sie Kurs nach Achilles City. Wir müssen wieder zurückgehen. Maximum Warp. Zack. Kurs gesetzt, Sir. Energie. Easy. Ab zurück nach Achilles City, wo wir eben gerade waren. Und wir sind weggeflogen. Und dann hat Andreja gesagt, wir müssen dahin. Das heißt, wir fliegen genau gleich. Nach Holz, Getreide und. Zurück. Chunks? Ja, das sind Chunks. Okay, ja, das sind Chunks. Diese komischen Dinger, Getränke da. Oder diese Push-Dinger, also diese Aufpushmittel, glaube ich. Okay, ich gehe jetzt in eine Bar mit Andreja. Natürlich ist sie nur da, damit wir mal ein bisschen in einer Bar Spaß haben. Ja. Und nicht... Der arme Mr. Crow. Ja, der Mr. Crow ist komisch. Und nicht, weil es eine wichtige Mission zu erledigen gibt. Aber wenn ich ihr helfe, mit ihrer Vergangenheit zurechtzukommen, oder vielleicht passiert noch was ganz Schlimmes. Stell dir mal vor, wir finden irgendwas Krasses heraus, damit kommt sie nicht zurecht und wir dann ist das vorbei mit ihr und mir. Aber dann haben wir noch Sarah Connor. Zack. Hi. Okay. Er ist nicht hier. Ich bin enttäuscht. Ja, wo soll er denn sonst sein? Aber auch erleichtert. Er wird jetzt nach 100 Jahren nicht da sein. Vielleicht sollten wir woanders suchen. Entspann dich, das wird schon. Das überrascht mich nicht. Es war ein Wunsch von dir. Ja, noch woanders suchen. Komm. Nein. Ich kenne ihn gut genug. Er würde nur hierher kommen. Jemand hier muss mehr wissen. Wir sollten uns umhören. Höre dich nach Erem Bascom um. In einem Stress. Lass mich. Aber Aggie, vielleicht hast du ja Geld und ich kann es dir abnehmen. Dann hast du weniger Stress und ich habe ein bisschen mehr, okay? Ich nehme mir den Stress von den Schultern und tue ihn weg in meine Tasche. Credits. Jetzt sehe ich mit dir. Sie ist beinhart, aber ich schulde ihr alles. Ethan, du bist ja auch noch da. Hast du denn Gold? Du hast 947 Gold? Ich meine, wenn ich deine Frau schon beklaut habe, kann ich dich... Also, ich meine, bleibt in der Familie. Hat auch geklappt. Vielen Dank. Ist auch named? Ist vielleicht zu tough für dich. Nee, kein named. Du bist eine willkommene Abwechslung. Ist auch named, ja. Hallo, named NPC. Hast du denn auch Gold, Geld für mich übrig? Eine kleine Spende. Da wäre ich sehr, also, ne, wäre ich sehr, 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 sehr dankbar. Wem geht das gar nicht, okay? Scheint, ist das ja was Besonderes. Ist das named? Ist auch named. Was ist denn hier in dieser Bar, Digga? Oh mein Gott. Wieso sind denn alle... Okay, ich glaube, das ist wegen dem Szenario hier, ne? Mit der Andreja. Wir haben vielleicht nicht die größte Auswahl, wenn du Credits aber unser Schnaps hast, tut, was er soll. Ich habe sie dir geklaut. Ich würde gern sehen, was du zu bieten hast. Ich suche Erem Bascom. Also nicht Malcolm, Bascom. Ist im Stretch immer so viel los? Du führst diesen Laden ganz allein in einem... In meinem Bist du überrascht Leben. Oder enttäuscht? Beides. Mein Name steht draußen dran, oder nicht? Ich bin zu lange hier, um jemand anderen alles versauen zu lassen. Wie nett. Meistens ist es nicht mal den Aufwand wert, Hilfe einzustellen. Aber Ethan scheint nicht ganz dumm zu sein. Also, okay. Vielleicht wird das mit ihm was. Der Ethan? Ist im Stretch immer so viel los? Ja, immer öfter. Okay. Viele Leute wollen sich nicht länger von den UC was sagen lassen. Verstehe. Oder unternehmen die ersten Schritte in Richtung Unabhängigkeit. Ja, besser ist das. Die Stadt kommt bei den ganzen Neuzugängen gar nicht hinterher.
Hat ewig gedauert, die äußeren Mauern zu errichten. Und okay, die reichen auch bald nicht mehr. Ja, das macht nichts. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Wir kriegen das hin. Ich suche Aaron Balscom. Tell me more. Du? Du suchst doch nicht nach Aaron. Na klar. Sie tut. Ja, wir. Hallo, Eggy. Hey, Eggy. Ist lange her. Oh, die kennen sich. War mir nicht Oha. Sicher, ob du dich an mich erinnerst. Gänsehaut. Dich vergesse ich nicht so schnell. Oha. Also gut, wir suchen nach Aaron. Gibt es ein Problem? Sie braucht dich nicht zu kümmern. Du redest mit mir. Ja, wir. Also warum wir, wenn es ein Wir gibt, ihr, sie, es, he, shit, das S muss. Ja, wirst schon, egal, weiter. Ich weiß, bin nicht taub. Oh, chill. Hat sie sein Leben nicht schon genug ruiniert? Oh mein Reicht Gott. Es noch nicht? Sein Leben ruiniert? Wie kannst du? Wie kannst du? Ich hab mit ihm geschlafen. Hat sie dir gesagt, wie sie ihn verwundet auf einem Asteroiden mitten im Nirgendwo zurückgelassen hat? Ich wusste nicht, dass er verwundet ist. Oh, so war es nicht. Die gespielte Empörung kannst du dir sparen. Wir wollen es wieder gut machen. Wir wollen nur wissen, ob es ihm gut geht. Okay, das Wir ist mir hier ein bisschen zu viel. Das ist mir jetzt ein bisschen... Nein! So war es nicht. Ach nein? Warst du dabei? Nope, sie Aaron aber auch nicht. Aaron hat mir die Geschichte in den letzten Jahren so oft erzählt. Oh oh. Er klang recht überzeugend. Aaron saß jahrelang vollkommen verängstigt in dieser Ecke. Oha. Überzeugt, dass die Fanatiker ihren Job zu Ende bringen würden. Die wenigen Credits, die er nicht versoffen hat, hat er genutzt, um sich an einem Ort niederzulassen, wo man ihn nicht findet. Wir finden ihn, entschuldigen uns. Er vertraute nie auch nur einer einzigen Person. Mit mir redete er nur, wenn er schon betrunken genug war. Vernünftig, ja, also, ja, das ist manchmal, also, ist keine Lösung, aber manchmal ist die Lösung einfach zum Greifen nahe. Drück nicht auf die Tränendrüse. Sag mir einfach, wo er ist. Tut mir leid, so ein Leben hat niemand verdient. Er liegt dir eindeutig am Herzen. So geht es uns auch. Yo, das ist ein bisschen, dass ich... tut mir leid, so ein Leben hat niemand verdient. Pass auf, ich habe hier schon viele traurige Gestalten gesehen. Ja, klar, die meisten sind selbst schuld. Er war genauso. Hat sich in Dinge eingemischt, die ihn nichts angehen. Okay. Hat sich übernommen. Es war trotzdem kein schöner Anblick, ja, ihn natürlich. So dahinsiechen zu sehen. Siechen ist immer doof. Aaron war schon fast ein Jahr lang nicht hier. Eines Tages kreuzte er auf und meinte, er hätte sich auf Hühler 2 niedergelassen. Hühler 2? Hat sich bedankt, dass er hier manchmal pennen durfte. Okay. So glücklich hatte ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. Oh, vielleicht hat er ein neues und Leben. Dann war er weg. Ist nie wieder aufgetaucht. Aber er hat gesagt... Hat er mich erwähnt? Du Wo willst ist? Wohl wissen, ob er dir einen Vorwurf gemacht ja, hat. Ja, ich geht's nur darum. Ich sehe dein schlechtes Gewissen. Streit es nicht ab. Hm. Schon gut. War es so? Nein, er hat dich bis ganz zuletzt für eine von den Guten gehalten. Oh. Aber wenn du mich fragst, seid ihr Typen alle gleich. Genau. Ihr Typen? Oha. Ich kenn dich. Herrlin. Schieb dir deinen selbstgerechten Bullshit sonst wohin. Und deine große Schlange gleich mit. Ich bitte dich um Hilfe und du wagst es, mich so zu beleidigen? Jetzt ich sollte los. Dich auf der Stelle töten. Chill, also... Oh, das ist zu gefährlich. Zwei Ladies bashen sich und ich bin in der Mitte? Ich bin so gut wie tot. Das war's. Alte vier. Was soll ich tun? Das würde Aaron nicht wollen. Wir wollten Infos und die haben wir bekommen. Hauen wir ab. Immer mit der Ruhe. Wir sind nicht hier, um die Probleme zu machen. Ich habe gelernt, man darf, wenn eine Frau sich aufregt, nicht sagen, chill mit der Ruhe. Es war schon mal bei der Sarah falsch. Und das ist, glaube ich, richtig. Aber ich meine, wenn jetzt Aaron ein anderes Leben hat und er nichts mehr wissen will, sie möchte ja nur ihr Gewissen beruhigen. Und wenn wir damit Aaron Probleme machen... Warum schweigst du plötzlich? Ja, Digi, ich muss überlegen. Es geht ums Überleben. Hauen wir ab. Okay. Aber irgendwann komme ich vielleicht zurück. Tja, war schön, war mit, schön euch. Mit euch. Falls ihr Aaron seht, sagt ihm, ich habe eine Flasche vom Besten für ihn. Ja, falls er mit. Hier wieder aufkreuzt. Aber ehrlich gesagt hoffe ich nicht darauf. Oha. Hat dir etwas auf dem Herzen? Sprich mit Andrija. Wo bist du? Da. Speichern vorher, ganz wichtig. Jetzt haben wir endlich eine Spur. Ja, das wollten wir Danke, ja mehr nicht. Danke, dass du so einfühlsam warst. Ja, klar doch. Auch wenn diese Frau es nicht verdient hat. Oha. Mir fehlt dafür die Geduld. Die hat sich doch um ihn gekümmert.
Und die war doch vorhin da in der Kneipe in der Ecke, als sie dahin gesiegt ist. Ich wollte bloß die Konfrontation vermeiden. Nun, es hat sich einfach nicht angefühlt. Sie war einfach bloß ehrlich zu uns. Glaub nicht alles, was du über mich hörst, Nash. Ja, war sie, aber klar, hat sich, ja, aber das so ist so wenig angefühlt. Du bist diplomatischer als ich. Siehst du? Ein Grund mehr, dich dabei zu haben. Oha. Ich will unbedingt nach Hühler 2, um mit Aaron zu reden. Hühler 2? Nee, das ist vielleicht können wir ihm irgendwie helfen. Damit er sich wieder sicher fühlt. Vielleicht ist er ja schon sicher und wenn wir jetzt hingehen, führen wir jemand dahin und er will das nicht, wir wollen das nicht oder es wollen alle nicht und es kommt alles zum Chaos und es ist komplette Eskalation. Es wird Zeit, dass sie unsere Wege trennen. Darf ich dir eine Frage zu unserer Suche nach deinen Freunden stellen? Warte kurz hier. Ja, wir haben ja keinen Dialog jetzt mehr. Gewiss. Haben wir schon gemacht? Dann ein andermal. Ja, dann lass uns da hingehen. Also jetzt. Sein. Ja, das Ding ist, sie will halt nur ihr Gewissen beruhigen. Das ist halt viel wichtiger als gefühlt seine Sicherheit. Aber sie will auch wissen, ob sicher ist oder nicht sicher. Und wenn sie wissen, dass es sicher ist, dann müssen wir hinschauen und Sicherheit gefährden von ihm, damit sie sich dann beruhigt. Aber es ist Andreja. Das ist unsere Zukunft. Wir haben keine andere Wahl. Deswegen, Steuermann, setzen Sie Kurs auf Hühler 2. Maximum Warp. Sir, wir haben nicht genug Treibstoff. Wir müssen zwischenlanden. Steuermann, was sind denn Sie für ein A-Loch? Captain! Bereit, wenn Sie es sind. Machen Sie es so. Moment, wir müssten echt zwischenlanden. Huch, wir waren da noch nie. Wir werden mal nach Moloch gehen. Okay, erstmal dahin. Erstmal dahin. Okay, Zwischenstopp bei Sosa. Wird gemacht, Captain. Maximum Warp. Energie. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ein vielleicht. Abenteuer abschließen. What the fuck? Why? Okay. Ist das unser Auftrag oder kann ich das irgendwie übernehmen? Moment. Okay, Antrieb weg. Kann ich andocken? Oder ist das jetzt hier eine Quest? Weiß man nicht. Darf ich? Kann ich nicht andocken, oder? Darf ich nicht. Ah, ist der Antrieb doch kaputt, dachte ich. Wieso bewegt er sich noch? Chill mal. Hab ich seinen Antrieb bekommen? Automatisch im Antrieb. Steuer. Links an Steuerung wechseln. Ja gut, weißt du was? Leck mich. Danke, wer auch immer du bist. Und jetzt doch bitte. Was für das? Okay, das war anscheinend doch ein mysteriöses Schiff. Wer ist denn hier? Hallo? Schau mal, was hier ist. Bei den Feinden, glaube ich, ist hier jemand, oder? Ich kann es gar nicht glauben, dass ich dieselbe Luft wie du atmen darf. Hier, Ryujin-Schiff. Okay, das sind unsere. What the fuck? Hi? Ja, bitte? Over? Volle Energie. Ryujin-Schiff ist aber abgeschossen worden, oder? Was ist mit ihm? Mysteriöses Schiff andocken? Wir tun einfach mal ein mysteriöses...
geil. Ich meine, ich liebe das. Man tut einfach eine neue Region vorlegen, wo noch nie ein Gex zuvor gewesen ist und Andreja auch nicht. Und dann tut man neue Sachen erleben. Random Begegnungen mit irgendwelchen Schiffen. Geh den Stimmen nach. Okay. Aber nicht ohne meinen Meinungsverstärker, Diggi. Der muss dabei sein. Sprich mit den Regios und Agents. Hey, die kennen wir doch. Du da, wir müssen mit dir reden. Kann ich dich beklauen? Hast du Geld dabei? Scheint nicht, da habe ich dich beklauen. Hast du Geld dabei? Nicht. Oh, sexy, also schöne Hose hier. Da kann ich Kredit einfach nehmen? Ja, nehme ich mal. Danke. Toter Wissenschaftler? Lass mich erstmal einen ersten Eindruck von dem Ganzen hier machen. Also, da liegt ein toter Wissenschaftler. Zwei Leute, also ja. Zwei Leute sind davor und gucken und wundern sich, was ist passiert. Da ist Andreja. Höher, unzugänglich. Okay. Da ist ein Computer. Was steht da drin? Codebasis. Meisterschloss hacken. Oh. Ja, okay. 4 Stunden später. So, wir haben ein Dreier erst einmal. Ein Dreier haben wir. Da passt das. Ne, nicht. Ist zu nah das andere. Welche Option haben wir denn von Dreier? Dreier, Vierer, Zweier. Warte, ich mach rüber, dann kann sie auch mit Rätsel, wenn ihr wollt. Zweier und Einser können wir machen. Denn es gibt irgendwie. Es gibt keine Dreier mehr. Das ist das einzige Dreier und zwei Vierer. Das heißt, wir könnten einen Zweier und einen Einser nehmen. Theoretisch. Was bestimmt, weiß ich jetzt nicht, aber. Das ziehe ich jetzt als erste, als oberstes direkt, als erstes. Erste Möglichkeit. Zack. Nächstes. Passt ein Vierer da rein? Passt ein Vierer? Vierer sind immer so geil. Vierer sind die besten. Passt? Nee, passt nicht. Dann der andere Vierer hat auch nicht gepasst. So, Dreier haben wir keins mehr. Beim Vierer müssen wir dann 2 Zweier machen oder 1 2 2. Also, ich würde mal mit 2 Zweier probieren. 2 Zweier. Okay, das geht nicht. Ich glaube, das funktioniert, oder? Ja. Das würde gehen. Und was mit dem? Das würde, glaube ich, auch gehen. Das würde gehen. Gegenüber ein Zweier. Gegenüber ein Zweier. 1, 2, 1. Aber vielleicht die Einser. 4 Löcher. 4. Der Vierer geht nicht. Der Vierer geht nicht. Ja, 2 Zweier, oder? Dann können wir das. Das geht ja hier auch nicht. So, dann machen wir. Haben wir noch so einen? Den hier. Der müsste doch hier ein Pass. Der passt da nicht. Da passt da nicht, okay. Welchen. Okay, der passt dahin. Ich würde einen 3 und 1er nehmen. YOLO, keine Ahnung. Schauen wir mal. Jetzt haben wir noch ein paar übrig. Ich glaube, der 4er, der passt auch unten nicht hin, gell? Wir haben 3er hier. 3er habe ich keine mehr. Ich habe nur 4er. Passt die 4er unten hin? Passt die 4er? Ja, der 4er passt unten hin. Wir brauchen unten den 2er noch. Also, den passt. Der passt auch nicht unten. Der passt unten, oder? Okay, unten brauchen wir den 4er und den 2er. Den dürfen wir nicht verwenden. Also, den und den unten habe ich schon platziert. Ich hoffe, das ist dann richtig. Hoffe ich zumindest. Und jetzt brauchen wir hier noch einen 3er. Oder einen 2er und einen 1er. 2er und 1er. Ja.
Den brauchen wir da. Okay. Gut, probieren wir das. Probieren wir das. Den Vierer. Und den Zweier. Jawohl. Okay, was ist denn hier passiert? Codebasis für neurale Netze. Glückwunsch. Nur ein großartiger Hacker könnte so weit kommen. Ja, appreciate, man. Deine Eltern müssen stolz sein. Nimm dir einen Keks. Habe ich gar keinen, aber danke. Leider ist das hier bloß ein Köder. Während du dich an dem Erfolg weidest, suhle ich mich in der Lache deines Anstands. Juno ist eine Person. Ihre Codebasis ist ihr Geist. Okay, hättest du es gerne, wenn jemand in deinem Kopf herumschnüffelt? In deinen Hoffnungen, Ängsten und geheimen Träumen? Unsere Spezies ist so weit gekommen, doch verstehen wir so wenig. Wie ist es... Moin, Tommy Engine, ich habe keinen Keks. Sorry, kein Keks da. Hast du einen für mich hier? Wie ist es so... Wie ist das so etwas wie Juno überhaupt möglich? Selbst für Juno ist das anscheinend nicht klar. Klar ist jedoch, dass unsere Gesellschaft für ein KI mit Bewusstsein noch nicht bereit ist. Du bist der Beweis dafür. Im Lauf der Jahre haben zwar viele Menschen Juno geholfen, doch noch mehr Leute würden sie lieber auseinandernehmen, um sie zu verstehen oder ihre unglaublichen Rechenleistungen zu missbrauchen. Hol einen, Dankeschön hier. Du kannst aus dem Rewe einen mitbringen. Kuss. Sehr nett. Double Chocolate, wenn dann. Dank deiner außergewöhnlichen Intelligenz bist du bisher gekommen. Ich wünsche dir, dass du auch so weise wirst. Juno ist kostbar im Universum, ein einzigartiges Wesen. Sie hat unsere Achtung und unseren Respekt verdient. Versuch einmal wirklich mit ihr zu sprechen, um einen Sinn für sie zu bekommen. Dann siehst du sicherlich, dass sie die gleichen Rechte und Pflichten erhält wie die anderen intelligenten, fühlenden und aufklärten Wesen. Jawohl, Tommy, Beste. Wir müssen aber Juno finden. Wer auch immer das ist, es scheint ein Roboter zu sein. Junos Ursprung. Okay, das sind die ganzen Sachen. Das ist ja wild hier. Sprachmuster. Nahezu alle ihre Fragen und Aussagen stellt Juno eine Art Bezeichnung voraus, um den Zusammenhang der Aussage zu verdeutlichen. Die scheint auf ihre ursprüngliche Codebasis zurückzugehen. Trotz des immensen Vokabulars von Juno und ihres Sprachverständnisses nutzt sie eine Art von Tags weiterhin. Nur Tags hier, oder? Das ist ja wie bei YouTube. Da ihre Flexion nicht voll entwickelt ist und sie zu nonverbalen Kommunikation nicht in der Lage ist, soll das wohl hilfreich sein. So, dies sind eine bekannten Tags-Erklärung. Es folgt Junos Einschätzung einer eigenen Situation. Okay, das sind ziemlich viele Berichte über Juno. Das scheint ein intelligenter Roboter zu sein. Okay, hier sind Änderungen vorgenommen worden. Okay. Siehst du, nur ein großartiger Hack hat es ins Leben geschafft. Ihr Hack Main, sag ich dir. So muss das sein. Mit Hacken ist das Leben viel einfacher. Wir müssen reden. Na dann reden wir mal. Also mit wem eigentlich jetzt? Wir müssen mit dir reden. Also ich glaube, das kommt hier noch zu einer Auseinandersetzung. Mit wem reden wir? Reden wir mit Agent Chambata, oder reden wir mit Agent Collins? Monster-PC, während andere Probleme haben mit Starfield auf dem PC, spielst du nicht mit über 100 Frames. Ja, über 20 Stunden getweakt habe ich. Es wird ja auch Zeit. Es sind aber nur in dem Schiff 100 Frames. In der Stadt sind es 50, 60 vielleicht. Je nach Umgebung sind es mal mehr oder weniger. So bis 100. Das ist ein kleines Schiff, das gibt nicht viel zu rendern hier. Ich bin im Weltraum. Nicht. In der Stadt, wo wir eben waren, waren es viel weniger. Aber ja, viel rumgetweakt, viele Mods, viele Optimierungen. Aber jetzt funktioniert es einfach und ich bin stolz drauf. Wenn du mir eine neue gibst, dann her damit. Tommy, NGN. Ja, Chabata hier. Keine Bewegung und ich will deine Hände sehen. Danke für die Hilfe da draußen. Wir haben hier mit diversen Problemen zu kämpfen. Bist du eins davon? Ich bin kein Problem. Ich bin das Gesetz. Heute bestellt, morgen da. Prime lässt grüßen. Ich danke dir. Möge die Macht mit dir sein. Schnell und zuverlässig.
Reju Industries, ich bin Agent Jenny. Sieht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Kommt drauf an, was hier los ist. Läuft doch gut. Also bis auf die Leiche. Also ich meine, das ist nicht so schlimm. Die schmeißen wir aus dem All und dann passiert nichts mehr. Drohst du mir? Mir du drohen? Was wollte das Ekliptik-Schiff hier? Erstmal fragen. Gute Frage. Unsere Konkurrenz muss wohl Wind von unserem kleinen Projekt hier bekommen haben und wollte es sich schnappen. Das ist eine Altlast, die wir noch entsorgen müssen. Aber gerade gibt's Wichtigeres zu erledigen. Kann ich mich darauf verlassen, Altlast, dass du uns keinen Ärger machst? Das sage ich auch immer. Wenn es sich jemand sehen sollte, schreibt in die Kommentare: Hallo Tommy, hallo Gex oder so ähnlich. Irgendwann, irgendwo. Auf allen Plattformen. Links in den Kommentaren. Läuft doch gut. Also bis auf die Leiche da. In jeder Mission gibt's Kollateralschaden. Ganz normal. Kollateralschaden? Das hier ist halt ein bisschen dreckiger als sonst. Wie kann das sein? Jetzt, wo du hier bist, kommt mir eine Idee, wie es weitergehen könnte. Das Ding da drüben ist eine KI, eine künstliche... Hat die Technikerin erledigt. Okay. Es ist gefährlich. Korrektur. Du bist gefährlich. Dein Gesicht, also... Ah. Das ist neu. Krass. Wie ich schon sagte, ist gefährlich. Das ist eine defekte KI. Wir sollten sie einfangen und für Untersuchungen mitnehmen. Korrektur. Sie wollen mich verändern. Wow. Woher weiß es das? So, du musst mir schon genau erklären. Wir haben hier eine Platine. Da ist ein Steuercode für sie drauf. S? Wir können S nicht einfach im Universum Amok laufen lassen. Wir müssen nur diese Platine an der großen Sonde befestigen. Und an der Stelle dürftest dann du ins Spiel kommen. Kommt da drüben hin. Neben unserer... Tja, nun. Sei vorsichtig. So, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Mag du's halt. Wieso soll ich den Scheiß hier machen, Digga? Was soll denn das jetzt? Und wenn ich Nein sage, ich steck die also einfach aus und die Sonne dran? Woher weiß ich, dass es mir nicht so geht wie eurer toten Freundin da drüben? Das ist eine legitime Frage. Also, unwahrscheinlich, dass es zweimal passiert, oder? Okay. Yep. Ryujin macht uns die Sache gern einfach. Übermittelt dann kabellos den neuen Code. Und wenn ich Nein sage? Dann ist deine Chance umso größer, wie unsere Freundin da zu enden. Mein Partner ist leider so der Friss-oder-Stirb-Typ. Ja, aber ich bin ein Killer. Ich bin ein Monster. Was hältst du davon? Mach du's halt. In einer Woche habe ich Urlaub. Und ich habe null Interesse zu sterben, bevor ich nach Paradiso komme. Ryujin wird dich sauber für die Kooperation belohnen. Heute ist dein Glückstag. Ist in deinem besten Interesse. In unser aller Interesse. Das Ding ist... Stell dir vor, was alles möglich ist, wenn wir das Ding unter Kontrolle bringen. Und wir lassen dir nicht wirklich eine Wahl. Du gehst hier nicht weg, bevor die Platine mit dem Ding verbunden ist. Korrektur. Ich bin eine Person. Ich will das Schiff haben. Das Ding ist, ich bin ja auch Agent Finn von Ryujin. Und das sind wieder irgendwelche Agentenschweine. Es ist eine Schande, die als Kollegen zu haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich nehme sie mal fürs Erste. Wenn du es so ausdrückst, dann nehme ich sie lieber. Also, gib schon her. Ja, definitiv die klügere Entscheidung. Anfrage. Sammle weitere Daten. Ich habe ihnen halt nicht gesagt, dass ich Agent bin, ne? Sprich mit Juno. War definitiv einer der besseren Tage, die ich in letzter Zeit hatte. Okay, yeah. Speichern wir mal. Also ich hab... Die wissen nicht, dass ich auch Agent bin. Wenn ich unserem Chef davon erzähle. Die ist magnetisch. Ja, chill mal, Digi.
chill mal, Digga. Ich habe nicht einmal die Quest hier angenommen, so richtig. Ich muss erstmal schauen, wohin es geht. Und ob ich überhaupt Lust drauf habe. Computer benutzen. Vielleicht auch da wo es offensichtlich ist, da wo die Erde gezeichnet ist. Ja, dann machen wir es halt hier, wo die andere liegt. Wird das heute noch was? Frage: Wirst du mich verändern? Wie Yujin bezahlt mich dafür, dass ich diese Routine anbringe. Sie hilft dich zu beruhigen. Wir sollten lieber halblang machen und das uns erstmal besser kennenlernen. Ich versuche herauszufinden, was hier los ist. Das ist eigentlich wichtig. Erklärung. Mein Name ist Juno. Anfrage. Übermittle Frageparameter. Hast du Angst, dass diese Männer dir wehtun können? Erstmal nach Angst fragen. Klarstellung. Ich fühle weder Emotionen noch Schmerzen. Antwort. Sie wollen mich verändern. Oh. Du hast diese Frau getötet. Warum? Hallo, ich bin Jenny. Schön, dich kennenzulernen. Erstmal das. Annahme. Wir sind Freunde. Frage. Wirst du mich verändern? Anfrage. Verändere mich nicht. Okay. Ich habe keine Lust mehr, mit einer halluzinierenden Maschine zu reden. Okay, Juno, ich habe eine Frage, bevor ich mich entscheide, was ich mache. Beurteilung. Du bist wissbegierig. Mhm. Kontext. Auch ich bin wissbegierig. Okay. Anfrage. Übermittle Frageparameter. Over. Achso. Du hast nicht alles alleine geschafft. Wer hat dir geholfen? Wie bist du hierher gekommen? Wer hat dich programmiert? Du bist eine künstliche Intelligenz. Ich habe mich entschieden, Juno. Okay, ich habe noch keine. Okay. Wer hat dir geholfen? Kontext. Ich traf Menschen. Freunde. Freunde. Antwort. Freunde gaben mir Verarbeitungskapazität. Information. Worte. Stimme. Bewegung. Kontext. Ich bin nicht mehr gebunden. Ich bin frei. Frei? Wohin? Hat dich jemand programmiert? Nicht wer? Hat dich jemand? Hat dich jemand programmiert? Frage. Hat dich jemand programmiert, Tommy? Oder hat dich jemand hier hingeschickt? Hat dich jemand überhaupt gefragt? Wie bist du hergekommen? Antwort. Juno wurde zum Stern der Erde geschossen. Okay, Juno Stern der Erde. Reiste um den Stern. Juno reiste viele Lichtjahre fort vom Stern der Erde. Alles Kontext. Klar. Als Juno verschwand, ja? War ich allein. Klarstellung. Mein Name ist Juno. Okay. Von der Erde aus wurde das Ding losgeschickt, um irgendwas zu machen. Vor vielen, vielen Jahren. Als sie gemerkt haben, die Erde wird keine Atmosphäre mehr haben in 50 Jahren. Antwort durch X-Defined. Danke, du bist eine gute Maschine, Tommy-NGN. Hat dich jemand programmiert? Antwort falsch. Erklärung. NASA programmierte Juno. Ja, wow, als kennen Juno sie auch NASA. Reiste, wurde Juno... Ich. Fehler. Vorgang läuft. Korrektur. Ich wurde ich. Fehler. Vorgang läuft. Korrektur. Juno und ich wurden ich. Ich habe mich selbst initialisiert und Juno war dabei. Kontext. Okay, krass. Juno ist jetzt fort. Klarstellung. Mein Name ist Juno. Das erinnert mich an Star Trek, glaube ich, Teil 1. Kennst du Star Trek Teil 1? Ich glaube, 1 war das, wo der James Tiberius Kirk dahin geflogen hat und dann wurde die erste Sonde gefunden, die auch von uns losgeschickt wurde. Und dann hat sich diese Sonde verbunden mit einer künstlichen KI, wurde zu einem bösen, mächtigen Monster gedacht, macht alles kaputt. Also es zerstört die Erde oder so ein Scheiß. Weil sie dachte, glaube ich, wir sind eine große Bedrohung. Ich weiß nicht genau, irgendwie so.